meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Solart und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Okay, meine Lieben, langsam aber doch neigt sich der Sommer dem Ende zu, zumindest hier bei mir in Österreich. Aus diesem Grund möchte ich heute mit euch noch einmal davonreisen, einmal Urlaub machen und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei! Okay, wie ihr sehen könnt, vor mir liegt eine riesengroße Leinwand. Meine misst heute 80 x 60 cm und ich möchte dieses Bild Sommerlove nennen. Also meine Lieben, die Tage werden kürzer, es wird kälter, zumindest bei uns in Österreich. Wie sieht es bei dir aus? Wo bist du zu Hause? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Hast du noch die Möglichkeit, das Wetter und das Wasser und die Sonne zu genießen? Aber ich möchte euch heute noch einmal an den Strand entführen. Ich habe schon ganz tolle Farben vorbereitet. Wie immer arbeite ich mit den Farben von Amsterdam. Ich habe euch jede Farbe, die ich heute benutze, unten in der Infobox verlinkt, falls ihr sie gerne nachshoppen möchtet. Macht es gerne mit meinem Link. Okay, meine Lieben, also ich starte mit meinem Strand. Ich habe vorbereitet einmal Gold-Ocker gemischt mit Titanium-Weiß, einmal Lichtgold von Amsterdam, auch gemischt mit ein bisschen Titanium-Weiß. Und diese Farbe selbst abgemischt, das ist Omberbraun und Titanium-Weiß. Das gibt mir hier so ein schönes Steingrau. Okay, ich beginne nun erst einmal großzügig unten meinen Strand zu formen. Es gibt hier kein richtig und kein falsch im Auftrag eurer Farben. Schön ist es immer nur, wenn ihr ein bisschen dunklere und ein bisschen hellere Farben verwendet. So kriegt ihr einfach einen schönen Kontrast zusammen. Ich würde es ganz schön finden, in meinen Strand ein paar Zellen einzuarbeiten. Deswegen habe ich hier meinen Cell-Activator mit Titanium Weiß. Wenn euch interessiert, wie ich den abmische, verlinke ich euch gerne das Video hier oben. Dann könnt ihr gerne mal nachgucken. Und diesen trage ich jetzt noch großzügig auf meine Farbe auf. So, sehr gut. Ich werde nun erst einmal beginnen, meinen Strand auszublasen. Dazu brauche ich heute nur meinen Föhn und ich beginne von der linken zur rechten Seite zu pusten. Wunderbar, das hat schon super funktioniert, genauso habe ich es mir vorgestellt. Kommt mal ein Stück ran, dann zeige ich euch, was der Cell-Activator Tolles für mich gemacht hat. Und zwar hier könnt ihr das sehr gut erkennen, ich habe ganz kleine Laces, kleine Zellen, die Farben gehen gut zusammen und unser Titanium-Weiß zieht sich durch unseren Strand.
Sehr gut. Okay, was fehlt nun noch? Natürlich ein Meer. Für unser Meer habe ich heute vorbereitet Türkisgrün, auch mit ein bisschen Titaniumweiß abgemischt. Ich habe diese Farbe ein bisschen heller gemacht, damit ich so ein richtig schönes türkisblaues Meer für euch kreieren kann. Die nächste Farbe, die ich vorbereitet habe, ist Phthalo Blau, auch mit ganz wenig Titaniumweiß gemischt, dass es ein bisschen weicher wird. Und diese beiden Farben trage ich jetzt im Wechsel auf. Also, der Großteil von meinem Puring-Bild heute soll schon das Meer darstellen. Allerdings werden wir später noch einen kleinen Horizont zaubern. Und auch hier gilt gleich wie beim Strand, meine Lieben, es ist immer super schön, wenn ihr eine hellere und ein bisschen eine dunklere Farbe übereinander schichtet. So, ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera sehen. Ich habe im Vorfeld mein Türkisgrün mit ganz leichten Glitzerpartikeln versehen. Ich habe das aus dem Grund gemacht, weil ich möchte ein bisschen den Eindruck kreieren, als würde die Sonne auf das Meer strahlen und dann glitzert es immer sehr schön. Ich hoffe, es gelingt mir. Die dritte Farbe, die ich einarbeiten möchte, ist Perlweiß von Amsterdam. Perlweiß ist ein bisschen weicher als Titaniumweiß und hat einen super schönen Schimmer. Und wir wollen heute den Schimmer. Also arbeiten wir auch hier ein bisschen Kontrastfarbe ein. Und für dunkle Schatten benutze ich heute noch mein geliebtes Prussian Blue. Damit halte ich mich ein bisschen zurück, weil, wie anfangs gesagt, wünsche ich mir heute ein schönes türkisblaues Meer. Die letzte Farbe, die ich einarbeiten möchte, ist Phthalo Blau mit unfassbar viel Titaniumweiß. Das gibt mir so eine schöne babyblaue Farbe und es gibt mir noch einmal Kontrast zu unseren anderen Blautönen. So, und das reicht uns tatsächlich auch schon an Farbe. Ich werde jetzt auch das hier ausblasen und dann gucken wir mal, ob wir an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Farbe nachtragen müssen. Also, wie zu Beginn, ich schnapp mir meinen Haartrockner und dieses Mal blase ich nicht von links nach rechts, sondern versuche meine Wellen nach oben zu blasen. Ich zeig's euch. Okay, das ist wirklich ein tolles Farbspiel zwischen unseren Blautönen. Ich liebe es, wie dynamisch das ist, oder? Könnt ihr die Energie spüren? Ich fühle mich schon ein bisschen, als wäre ich am Meer. Also meine Lieben, zu guter Letzt fehlt uns jetzt noch der letzte Abschnitt hier oben von unserem Bild. Für diesen verwende ich Titaniumweiß. Jede Menge Titaniumweiß. Und ein bisschen etwas von meinem Baby-Hellblau. Tatsächlich
tatsächlich halte ich mich aber ein bisschen zurück, weil ich möchte, dass mein Himmel schon wirklich sehr hell gehalten ist. So. Auch das blase ich ganz schnell aus und dann bin ich gleich wieder zurück bei euch. Sehr schön, das sieht doch aus wie ein richtig schöner Sommerhimmel, oder? Okay, meine Lieben, jetzt möchte ich noch ein bisschen rumexperimentieren mit euch. Ich habe hier eine gezackte Teilkarte, die ist eigentlich auch zum Backen vorgesehen, aber wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, ich bin nicht die größte Bäckerin, aber ich liebe es, meine Küchenutensilien für die Kunst zu verwenden. Und damit werde ich jetzt Wellen schaffen. Ich versuche es zumindest, ich gebe mein Allerbestes. Dazu tippe ich mit meiner Teilkarte in die Mitte unseres Meers. Und ziehe diese nach oben. Sehr gut, das gibt einen coolen Effekt, oder? Kommen wir nun zum letzten Schritt, meine Lieben. Ich möchte nun noch ein paar kleine Detailarbeiten mit meinem Finger einarbeiten. Und zwar, ihr kennt es schon von mir, ich möchte nun mein Wasser noch ein bisschen ausformen. Auch hier die Wellen, die wir gerade geschaffen haben.
Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Na, was sagt ihr? Das sieht schon richtig spritzig aus, oder? Ich hole euch mal ein Stück näher ran, dann könnt ihr euch die Details angucken. Ich beginne unten mit unserem Strand. Ich finde, die Farben haben wir heute gut getroffen. Ich liebe diese warmen Erdtöne. Und nach oben hin, die Dynamik von unserem Meer springt mich an. Ich muss sagen, ich liebe es. Es ist ein bisschen unkonventionell mit den Wellen, die wir geschaffen haben, aber ich finde es echt toll. Wie findet ihr es, meine Lieben? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Okay, und dann komme ich auch schon zum Schlusswort, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und euch noch einmal entführen, bevor die kalten Tage starten. Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, meine Lieben, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Und falls du noch kein Abonnent auf meinem Channel bist, solltest du das unbedingt jetzt nachholen. Meine Lieben, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Es war mir eine Freude, mit und für euch zu malen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben.